Zahn und Glück auf, euer Blinden 4. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Hattrick, dem Fußball-Gaming-Quiz. Heute haben wir keinen geringeren als den lieben Ragemax am Start, der auch gleich mal Hallo sagen darf. Aber vorher möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, dass meine Streak aktuell bei 2:0 steht und ich hoffe, dass ich das heute weitermachen darf. Und jetzt, Max, sag doch mal Hallo. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ja, ich bin heute hier bei Danny und werde versuchen, seine Streak ganz dreckig irgendwie wegzusnipern. Ich werde mein Bestes geben. Ich habe mich im Vorhinein natürlich schon ein bisschen informiert. Ich habe auch versucht, den Max hier, der sich das Quiz und alles aussucht, ein bisschen unter der Hand zu bestechen. Aber es ist ein treuer Mod und er lässt sich da nicht aus der Reserve locken. Ich werde trotzdem mein Bestes geben und werde hier mein Mann stehen und versuchen, den einen oder anderen Stein in den Weg zu platzieren. Dann würde ich sagen, schallern wir jetzt direkt in den Würfel rein und starten dann mal mit dem ersten Spiel. Das ist Nummer 3 ist Versus. Geht direkt los. Gegeneinander. Auge um Auge. Sehr gut. Auge um Auge. Gucken wir dann, welches Versus wird Nummer 3. Anstoßmodus. Und jetzt die Frage, welche letzte Unterkategorie? Nummer 3, was ist denn da los? Distanz. Mal, hast du deinen Würfel da geölt? Nein. Es sieht so aus. Dreimal hintereinander die 3 gekommen, kein Witz. Ja, Teams kann Max sich wieder aussuchen, wie immer. Union Berlin, ach du Jemine. Oh, du bist doch ein Ehrenmann. Du bist doch ein Ehrenmann. Der Verein meines Herzens. Ja, und abgebrochen, perfekt. Dann spielen wir einfach online normal gegeneinander, würde ich sagen. Normales Freundschaftsspiel, lad du mich ein. Und wir machen einfach Distanz. Du darfst nur von außerhalb schießen. Wenn du nicht von außerhalb schießt, dann machen wir Dings. Machen wir Eigentor und dann ist fertig. Das habe ich alles vorher geplant. Ich bin schon in deinem Kopf drin. Was meinst du nur, was jetzt gleich passiert? Ich war auch bei Seven im Kopf drin. Ja, du bist in meinem Kopf drin. Ja! Ich fand übrigens eure Recherche richtig geil. Der hatte einfach, ich hatte das Gefühl, der war zum ersten Mal an einem Computer. Ich komm gar nichts, Alter. Ich fange jetzt von neu an. Ich spiele wirklich ekelhafte Fünferkette. Das wird auf gar keinen Fall passieren, das kann ich dir aber versprechen. Da würde ich lieber aufhören mit Fußball persönlich, bevor ich Fünferkette spiele in FIFA. Ich möchte an der Stelle nochmal ganz schnell hier meinen Controller in die Kamera halten. Ihr werdet diese Spuren dort des Öfteren vielleicht schon mal gesehen haben. Ich schwöre euch, wenn man den Controller irgendwann mal sieht, als Fossil ausgräbt, die werden sich fragen, was für ein Tier da drauf gebissen hat. Ich meine, den Namen Ragemax wirst du ja nicht umsonst haben. Ja. Du wirst ja schon was dabei gedacht haben. Er wurde mir in die Wiege gelegt. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Ich weiß nicht mal, wer dieser Umut ist. Ich habe das immer nur im Stream gehört. Oh, guck mal, der spielt Umut-Pass. Ich weiß bis heute nicht, wer Umut ist. Das ist ein E-Sportler von RB Leipzig. Ich habe immer nur gehört, boah, guck mal, der spielt Umut-Pass. Auch so ohne Artikel. Das ist auch nicht der Umut-Pass, sondern es ist einfach Umut-Pass. Ja, ich reg mich darüber auch immer auf. Das ist quasi, wenn du den Spieler durchschickst und... Ich weiß nicht mal, wie ich einen Spieler durchschicke. Ich kann nicht mal Spieler schicken. Oh ja. Was denn nicht siehst? Das kannst du nicht halten. Denk dran, dass es Distanz ist. Scheiße. Gut, auch einfach mal, also hat er nicht schlecht gemacht. Man merkt, das Spielverständnis ist auf jeden Fall da, ne? Also. Ich sag dir mal nur so eine Sache. Das war jetzt einfach mal nur, um den EA-Gott auf meine Seite zu holen, weil, logische Schlussfolgerung, ja, ich mache jetzt ein Anschlussglitch-Tor. Das steht hinten so gut, ne? Was soll ich da machen, ey? Nie wieder gegen Innenverteidiger spielen. Hinten läuft der Hase. Auch meinen Kadaver reinwerfen. Nein. Sehr gut. Oh ja. Oh ja. Boah, Glück gehabt, dass der nicht so gut kam. Der Pass an sich war gut. Da war ein bisschen ins Leben gerannt. Abonnie! Oh! Erste dicke Möglichkeit. Ich habe gerade einen Zapfen drin. Ich hatte gerade hinten ein bisschen, ein Tropfen war drin. Ekelige Nummer. Das wird doch wieder eine Steckdose. Da wollte doch gerade die Steckdose vollzogen werden. Oh, falsch ihn doch einfach ab, du sagst. als könnte ich das so einstellen. Oh ja. Oh ja. Oh, das ist gefährlich mit Kruse. Oh, wow. Wow, den habe ich blattern sehen. Boah.
Wow, den habe ich flattern sehen, aber sowas von. Ich habe gedacht, der haut den rein. Boah, aus dem Spot muss er den machen. Also, ja, ein Versuch für mich mit Aboni, der sehr gut war. Ein Versuch für Max, der sehr gut war. Ich muss dann mal mit Max kurz reden, hier mit dem Kruse. Max. Komm mal rein hier in mein Büro. Großer, wenn das Ding auf dem linken Latschen hast, auch einfach mal trauen. Du bist 33 Jahre alt. Nimmst das Ding an und klemmst das mal in den Winkel, dann ist hier das Ding vorbei. Das ist hier ganz schnell getrackt da. Aber damit beschäftigt man sich jetzt auch nicht. Oh ja, guck mal Endo, guck mal Endo. Scheiße, was mache ich? Ich habe Angst. Oh nee! Ja, Antizipiermeister. Sehr gut. Und dann direkt Ball wieder verlieren. Ja, auch ja. Mal. Komm, Robert. Geh Aboni. Nee, ist gar nicht Robert. Umut Ball. Nein. Nein. Ihr sollt das Testspiel heute 5-0 verlieren. Kruse. Ach komm, hör auf, was ist das denn? Gegen wen geht's denn eigentlich? Was ist, ist das, ein Ding gegen sein Knie geklatscht oder was war das für eine Aktion da jetzt gerade hier? Auch mal zustellen. Ja. Hast du gut gesehen, den Griesbeck kann man nicht vertrauen. Oh mein Kruse! Gott. Wer trifft die Latte? Das gibt's doch nicht. Digga. Oh, ins Jenseits geschickt und dann so ein Ding. Hat er nicht schlecht gemacht mit Max, aber... Ich glaube, die Ansprache war nicht deutlich. Ich glaube, er spricht keinen Berliner Akzent. Gehen wir erstmal in Urlaub, entspannen uns ein bisschen. Der streamt? Klar, Mann, der ist doch Dings. Der ist doch, der spielt Poker, der streamt, der macht alles. Dass der nicht Onlyfans ist, das wundert mich. Wer weiß, vielleicht hat er sogar einen Onlyfans und wir wissen es bloß noch nicht. Oh. Schlotterbeck braucht aber auch 12 Jahre, um da den Ball... Nee, ich weiß ganz genau, was du vorhast. Und es wird klappen. Auch mal ein Kadaver zwischenwerfen. Oh nee. Den hast du dir gerade selber rausgejagt, ne? Nee, das war so klar. Ich bin der schlechteste Aboni. Mensch der ja! Welt. Ja! Ja, 76. Minute. Aboni. Da ist er doch. Zack, der Dragback. Da hat er gegönnt. Gerade aus ja, Aufnahme aus Versehen abgekackt. Kann ich nichts machen. Müssen wir nochmal von vorne spielen. Zu, nee, Griesbeck, lass es einfach. Zu. Einfach zustellen. Und nur Griesbeck schießen lassen. Robert. Oh nein, gefährlich. Andrich. Robert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Erstmal, ich schreibe ihn gleich mal erstmal auf WhatsApp. Das geht ja überhaupt nicht. Zustellen, zustellen. 2 Minuten noch, Jungs, zustellen. Auch mal einfach grätschen. Nein. Nein, hat er gut gemacht. Nein, hat er gut gemacht. Wie kann man so eine gute Übersicht haben? Mann. Egal, er muss schießen. Er muss schießen, er muss schießen. Ich kann nicht. Kruse. Er muss schießen. Nein, 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 nicht zu. Oh Gott, Griesbeck stand im Weg. Der eigene Mann, sein Lieblingsspieler, Griesbeck stand im Weg. Seine Eltern Geschwister sind. Damit steht es 1-0 für mich im ersten Spiel. Wir schauen uns den Treffer des Tages nochmal an. Ah. Zugegeben, nee, wir können uns den Treffer, glaube ich, nicht machen. Besser ist es. Doch, doch, doch. Doch, Spielehöhepunkt. Nein, ich habe auf Beenden geklickt. Ich kann ihn dir zeigen, du kannst ihn bei mir einspielen. Ist ein Fehler aufgetreten. Stark. In der Folge. Du siehst ihn bei mir jetzt. Stark, okay, danke dafür. Also jetzt hier unten rechts einmal gucken. Dann wechseln wir und schauen uns die nächste Kategorie an. Das wird Seien Nummer 2. Kategorie Nummer 2 ist FIFA 21 mal was anderes. Und dort werden wir die Unterkategorie spielen. Nummer 2. Du hast den Würfel nicht geölt. Skillspiele. Wir spielen Skillspiele gegeneinander. Oh, jetzt wird's interessant. Erste Mal, dass wir den Modus gegeneinander zocken. Und wir sind in Modus 5. Also Skillspiele Basic Verteidigung. Ach du Scheiße. Mit wem wir das machen, entscheidet natürlich wieder Max. Okay, Basic Verteidigeraufgaben, Matthew Hoppy, dann drücken wir rein. In 3, 2, 1, let's go! Wir haben, glaube ich, die vollen 3 Versuche, die man da hat. Wir können grätschen und Zweikämpfe führen. Let's go, Abfahrt. Jawohl, sicher. Also, mit volle Versuche ist, man hat 3 insgesamt. Ne? Also jetzt nicht die 3, die da oben stehen, sondern 3 insgesamt. Okay.
Ich habe im ersten 4.100 geholt. Okay. Muss ich meins auch schon sagen? Ne, 4.100 habe ich im ersten geholt. Ich habe 4.600. Ja. Was? Wie geht das? Das okay, kann ich dir nicht sagen, sonst petzt du. Zweiter Versuch. Ich bin so schlecht. 5.100. 5.092. Ja, nice. Jetzt ist der letzte. 5.100. Letzter Versuch jetzt, ja. Ja, 4.600 im zweiten, im dritten. 5.100. Ich glaube, das ehrlich ist das Maximum, jetzt? Was du bekommen kannst. Ja, komm, wir machen hiervon nochmal einen Versuch, gehen einfach auf erneut versuchen. Okay, rein. Alles klar. Und das ist jetzt quasi das direkte Duell. Ab jetzt ist wie Elfmeterschießen, Stechen, Manchester, Villarreal. Nein! 5.085. Ja! Das ist doch nicht dein Ernst. Jawohl! Das ist 2:0 für mich! Das ist doch gar nicht dein Ernst. Gut, dann gehen wir auch schon in Kategorie 3 rein, beziehungsweise in Spiel 3 und schauen, was uns da jetzt erwartet. Wir hatten FIFA 21 und Versus. Es kommt 6. Max darf sich etwas aussuchen. Max, ich lasse dich arbeiten. Ja, also Rage Max darf sich Ja, ich lasse ihn arbeiten. Er hat ja eine Recherche gemacht, hat er mir gesagt. Dann machen wir Recherche. Okay, ich bin ungeschlagen in Recherche. Schauen wir mal, was in Recherche kommt. Es kommt Nummer 1. Spieler National. Ich bin ready. Auf geht's. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Okay. Jo, alles klar. Da haben wir ihn. Wir müssen noch gucken, ob die Info stimmt. Wieso hat er keine Erfolge? Weil er nichts gewonnen hat. Nein, dann ist er das nicht. Hä? Doch, aber das ist. Doch, das muss er sein. Ich gehe risikoresistent. 100 Pro. So. Nummer 1. Ich nehme den. Ich glaube, ich habe den gleichen wie du. Jetzt weiß ich nur nicht den Buchstaben, welchen ich da nehmen soll, aber das klären wir gleich. Nee, warte mal, das war, glaube ich, gar nicht so gut. Ja, die haben keinen Kapitän. Auch gut, will ich. Nee. Ich weiß. Ach du Scheiße. Dann habe ich ihn. Also ich bilde mir ein, dass er das ist. Okay, zweiten haben wir. Alter, werden die Griechen nicht alt oder was ist mit denen los? Wie finde ich das denn hier raus? Wunderpal Sigmund ist der Trainer, ne? Ja. Nieder schon seit 12.000 Jahren nicht mehr. Ach. Ach, fuck. Ja. Ich hab Spielerkarriere geguckt bei ihm. Frage, hier werden mir 8 Spiele angezeigt, dann gehe ich auf die Pappnase drauf und dann hat er nur 6.
chillig. Oh, 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 oh. Oh, 8 Einsätze. Aber hier steht keine rote Karte. Hab ihn. Als ob. Okay. Ja. Hab ihn. Und zwar gibt es einen Spieler. Nee, warte mal. Jetzt habe ich gerade. Ich habe 2 Spiele für die deutsche A-Nationalmannschaft und 13 für die russische A-Mannschaft, okay? Und habe dabei ein Tor erzielt. Nicht nominiert. Hat der Spieler einen Verein? Ich brauch nicht gucken. Ich gehe Risiko. Ich weiß, wer das ist. Ich habe es auch gedacht, aber es ist nicht so. Also nicht so. Er hat einen Verein. Nicht so einfach gegen den Cracky, der kennt sich ganz gut aus. Ich habe jetzt nämlich gerade eine Idee gehabt. Ja, ich wusste, dass er es ist. Ich wusste, dass er es ist. Ja, Mann. Bam, aus dem Kopf heraus. Brain. Einfach Brain. Okay, dann haben wir den auch schon mal. Gut, dann müssen wir halt gleich noch die Lücke füllen. Oh, so FIFA, Alter. Wie funktioniert denn diese scheiß Seite hier nochmal, ey? Nationalitätswechsel. Okay, alles klar. Da gehe ich jetzt auch einfach mal. Möchtest du mal. Ach du Kacke. Okay, können wir das noch ein bisschen eingrenzen? Okay, das stimmt alles bei dem Potenzial stimmt. Wann der gewechselt ist, darf ich aber bei Transfermarkt danach gucken, ne? Echt? Ah, und es kann aber sein, dass er bei Sophie von den anderen ein anderes Alter hat. Er könnte ein Jahr jünger sein, ein bisschen ein Jahr jünger sein, klar. Hä, wo steht das denn bei Sophie von drin? Okay, Spezialität, Verein. Im echten Leben, ach da. Ja, toll, da steht. Ah, ich hab ihn. Nice. Okay, jetzt muss ich. Boah, ich muss jetzt nur die Buchstaben mehr aufschreiben. Ich kann's lösen, aber ich will noch nicht. Ich möchte noch diesen letzten haben. Achso, das ist nicht der aktuelle. Ah, komm, ich geh kein Risiko ein. Ich löse Serge Gnabry. Was? Nein, wie falsch? Nein, scheiße. Okay, da muss ich jetzt einen Buchstaben herausfinden. Scheiße. Ach du Scheiße. 2014 wurde ich norwegischer Meister. Mein Marktwert ist jedoch auf 800.000 gefallen. Also hat er einen Marktwertverlust damals gehabt. Nee, warte, nein, er hat jetzt 800.000 Marktwert. Ich weiß nicht. Ja. Was auch chillig ist, es steht, wenn du auf diesem Profil bist, Jan, ja, steht da Marktwert 800.000, dann gehst du darauf und er hat niemals die 800.000 gehabt. Wie bin ich denn die Marktwerte von 2014 heraus? Gibt's da nicht einen. Achso, ja, warte. Ich hab ihn. Nee, fuck. Ja, toll, es gibt mehrere mit 800.000. Super. Bin begeistert.
Belehrt, was drücke ich denn hier schon wieder rum, Alter? Das geht auch auf keine Kuhhaut. Die Frage war, 2014 wurde ich norwegischer Meister. Mein Marktwert ist jedoch auf Dings gefallen. Okay, das sind die Marktwerte von 2014. So. Der hat 800.000. Der hat 800.000. Der hat 800.000. Und der hat 800.000. Ja, was mache ich jetzt? Ich muss diesen Dulli hier finden, diesen Mittelfeldspieler, der unter Pal Schieß mich tot gezockt hat. Ich finde den nicht. Ich würde vielleicht versuchen zu lösen. Ich muss. Na, ja, warte gerade. Ich bin noch nicht zu vorlaut. Warte ganz kurz, okay. Ich höre noch mal kurz auf. Und zwar. Ich krieg zu viel hier. Ich würde gerne lösen, ich versuch's. Green. Korrekt, er muss jetzt einen neuen Buchstaben finden. Es müssen 6 sein, Brudi. Warte mal ganz kurz, ich habe einen 6. Buchstaben bei mir nicht gehabt. Perfekt. Ich habe den nämlich bei mir in meiner Ding hier nicht eingeschrieben. Perfekt. Gut. Okay, jetzt habe ich die Debütanten unter ihm. Aber wie soll ich wissen, wann denn eine rote Karte bekommen hat? Ist damit die aktuelle Saison gemeint? Ich spiele ja mit dem Feld unter bis jetzt erst ein Ligaspiel, ja? Aktuelle Saison. Ja, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Jetzt nur noch auf den scheiß Namen kommen. Da muss der hin. Ich glaube, ich habe so, den ersten Spieler. Es gibt 2, glaube ich. Ich habe jetzt einen neuen Buchstaben. Das heißt, ich kann. Aber ich. Guckt euch die Buchstaben an. Was ist das? Ich komme niemals auf den Namen. Ja, Gott sei Dank, ich wollte schon sagen, aber ich komme trotzdem nicht. Wie heißt der? Ich habe dir die Nachricht geschickt. Ich kann lösen. Nein, was? Auch wenn ich einen Fehler drin habe. Ich kann lösen. Matthias Ginter. Ja! Okay, ich war komplett in der falschen Richtung. Mann. Ja, zu null. Zum zweiten Mal hintereinander. Wer will was ja, von wem? Ja, und zwar der Letzte. Bei mir hat der Letzte mich geballert. Bam! Okay. Jetzt kommen die Lösungen. Selvan Al-Jarebi habe ich da. Er hat Junior L-Style. Alles klar. Ja, das war halt der Buchstabe, auf den ich jetzt geschissen habe. Ja, ich habe den L-Style, ja. Du hast den sogar? Boah, ich habe L-Style als erstes. Ich habe den nicht. Nee, den habe ich nicht. Das müsste Fotis Georgiou sein. Genau. Ja, den habe ich auch. Okay, sehr gut. Ja, den habe ich auch. Ich weiß, was mein Fehler war. Jetzt habe ich halt Zeit gespart, weil ich es einfach wusste. 2 Nationalspiele Deutschland, 13 Russland, weißt musste an wen Roman Neustädter sein. Ich zuerst gedacht hatte, an Rausch. Ah, Konstantin, Kocka Rausch. Das ist mir dann bei der Recherche eingefallen. Ja, ich wusste sofort Roman. Oleg Ryabchuk, ja, den habe ich auch. Von Sofifa. Und dann Jona Toibio. Ja. Nice, und deswegen habe ich 5 richtig und deswegen wusste ich dann. Und wisst ihr, was mein Fehler war? Ich hatte Ginter mit dem A und wusste dann, muss ein E sein. Ich hatte nämlich den Kader von Molde von 2015 und nicht von 2014. Und da war der. War nicht der. Wie heißt hier die Pappnase? Der Toivio, sondern ich hatte den Frederik Berge, der auch. Es waren 2 mit 800.000 und der hatte den Pfeil nach unten mit 800.000. Das heißt, ich habe gar nicht mehr auf die Jahreszahl auf das geguckt. Jahr geguckt. Ja, weil du musstest, um den Meister von 14 rauszufinden, in die 15er-Saison gehen. Und dann bin ich auf den Kader gegangen und hatte aber dann natürlich den Kader von dem Jahr danach. Und ich hatte hier dann. Ich habe nämlich an Gimba gedacht. Aber egal, Sieg. Sieg auf ganzer Linie. Ich bedanke mich auf jeden Fall. 3-0 gewonnen, hier nochmal eingeblendet. Hallo? Hallo? Mal wieder zu 0. Höre nix? Ganz schlechter Empfang? Krise gerade. Ich bedanke mich bei meinem Mod Max für das sehr, sehr schöne Recherchenrätsel mal wieder. Und bedanke mich zeitgleich auch bei Rage Max, dem ich das letzte Wort überlasse. Checkt gerne seinen Kanal ab. Link ist unten in der Videobeschreibung. Max hat das letzte Wort, ich bedanke mich. Also meine Lieben, es war mir ein inneres Blumenpflücken. An der Stelle muss ich einfach auch nochmal sagen an Lenny, danke, dass ich dabei sein durfte. Und musst du selber wissen, ob du das Ding mit den Skillspielen und das Spiel mit Union, ob du das so für dich persönlich akzeptieren kannst, wenn du heute Abend in den Spiegel schaust und sagst, ja, ich gebe mir selber die Hand und ich habe das verdient gewonnen. Alles klar. Nein, Spaß beiseite. Es hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht.
Ich habe mir das ehrlich gesagt, als ich mir die Videos angeguckt habe, ein bisschen leichter vorgestellt, vor allen Dingen die Recherche. Ich war da relativ selbstbewusst, als ich das gewählt habe und wurde tatsächlich eines Besseren belehrt. Wie dem auch sei, es hat mir auf jeden Fall mega Bock gemacht. Danke nochmal, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, euch allen hat das Video gefallen. Lasst Liebe hier bei Danny da auf jeden Fall. Wir sind ja hier bei ihm zu Hause quasi. Und sorgt mal dafür, dass er ein bisschen mehr Sympathie für Union pflegt, weil es sind gute Jungs. Außer Griesbeck, der kann gar nichts.